Und hör auf deine Freunde. Ah! Wenn er mal auf mich hören würde. Okay, so. Oh, nicht über den euren Stock. Ah. Mir geht der super. Das sah eben anders aus. Wenn nicht komme ich rum, dann wird's dunkel. Oh oh. Oh oh. Gut, dann quatschen wir einmal mit Uriyongsee und ich liebe dieses Outfit. Ich weiß, was ich in meine Palette reinpacke. Ich weiß es. Ich weiß es hundertprozentig. Ich fühle es. Zu 3000%. Jetzt finde ich sogar den Bogen geil. Sicherlich reparieren. Okay. Ich danke dir, dass du ein Auge auf Austausch mit den Luperiten gehalten hast. Es scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Viele der Ratsuchenden sind mit neuen Ansätzen und Gedanken bereits wieder an die Arbeit gegangen. Während auch einige der Luperit sich dazu entschieden haben, direkt vor Ort auszuhelfen und mit Wissenschaftlern von dannen gezogen sind. Ich werde hier verweilen, um weitere Leute in Empfang zu nehmen, die den Rat der Luperit in Anspruch nehmen. Gedenken. Zögere aber nicht, mich jederzeit zu rufen, sollte ihre oder meine Expertise andernorts gebraucht werden. Scheint, als hättest du gerade nichts zu tun. Das dürfen wir keinesfalls so stehen lassen. Warum gehst du nicht Alizée helfen? Okay, dann habe ich mich nicht verzählt. Meine ich. Oder vielleicht nur ganz knapp. Dann habe ich die Quest tatsächlich gefunden. Ich habe sie eben erst aus dem Vestor stöpfen sehen, mit einer gigantischen Kiste in den Armen. Denn ich weiß tatsächlich, wo ich jetzt bei der Liste bin. Das ist schon mal gut. Ich hab zumindest die richtige Quest erwischt. Ich könnte ihr natürlich auch zur Hand gehen, aber wir wissen beide, über wessen Gegenwart sie sich mehr freuten. Für mich gibt es auch genügend anderes zu tun. Dann macht ihr mal keine Sorgen. Also dann, viel Spaß. Juhu. Also Alizée finden. Ja. Alizée wird jetzt natürlich hier hinten sein. Ja. Ach, hättest du nicht ganz da hinten beim anderen Item sein können, dann hätte ich mich dahin teleportieren können. Kam ich da rüber? Ja, kam ich. Sehr gut. Aber warum muss es jetzt gerade dunkel sein? Den meinen Fußboden verlegen. Vielleicht wird der schon mal für die Hilfe. Oh, frisches. Warum? Warum? Hallo, Alizée. Warte mal. Nein, das war's nicht. Wollt doch. Oh, wir brauchen nur noch Kommandos. Kommandos. Komm, machen wir das mal. So. Ja, machen wir das mal. Kampfroutine. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Hallo Alizée. Und Kanassau. Hi. Was treibst du denn hier? Ich will dir helfen.
Du wirst mir helfen. Das ist furchtbar lieb von dir, aber ich trage wirklich nur Kisten hin und her. Alles andere als spannend, also bist du sicher? Ach du, natürlich sagst du nicht nein. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass du zu heroisch, nett und hilfsbereit bist, weißt du? Na gut, die ganzen Holzkisten hier müssen zu Aporia geschafft werden. Scheinbar sind sie prall gefüllt mit wertvoll biologischen Proben. Und ich wurde eindringlich dazu angehalten, sie auch ja vorsichtig zu transportieren. Dabei ist vorwiegend mein zweiter Vorname, wie ihr alle wisst. Alfino sollte irgendwo in der Nähe der Aporia sein und nach Luft dringen. Der hat nämlich selbst gerade eine Kiste geschleppt. Drück ihm deine einfach in die Hand und bestell ihm schöne Grüße. Du hast 180 Sekunden Zeit für den Transport. Darf ich in der Zeit rennen? Also sprinten? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich bin auch nur noch ein paar Schritte vom Fliegen entfernt. Ich muss da die zwei Nebenquests auf jeden Fall noch annehmen. Da kann ich bald fliegen. Das mache ich aber, wenn wir hier diese Quest beendet haben. Aber ich glaube, wir sollten es schaffen. Wenn ich mich jetzt so sehr verlaufe. Ich habe nicht gesehen, dass da blaue Quests aufgetaucht sind. Weil dann kann ich bald in 5 Gebieten fliegen. Wie viel Mannschaftsrüstung haben? Ich auch. Ich auch. Wobei, ich bin eigentlich mit der Rüstung, die ich jetzt trage, mega zufrieden. Ich finde die so schön. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich in den letzten Add-ons grundsätzlich immer über die Rüstung beschwert. Die man so in-game gekriegt hat durch die Story. Habe ich mich immer beschwert. Ich glaube, das ist das erste Add-on, wo ich mich nur über eine einzige beschwert habe. Da bist du deine Rüstung bekommen. Weißt du nicht? Vielleicht gefällt sie mir ja. Ich habe sie mir tatsächlich noch nicht angesehen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie ich aussehe, weil ich will mir Rüstung meistens... Ich will mich überraschen lassen. Aber... Bisher gab es, glaube ich, nur eine einzige, die ich jetzt nicht ganz so toll fand. Aber sonst fand ich alle Rüstung bisher klasse. Ich glaube, es war die erste, die man bekommen hat. Hilfst du uns einfach beim Schleppen? Du bist ein Segen. Hier, stell sie einfach zu den anderen Kisten. Sagst, dass du deine aktuelle gut findest. Ja, finde ich auch. Ich weiß auch schon, wie die nächste Rüstung aussieht. Ich weiß noch nicht, ob das dann wirklich die letzte ist oder ob dann noch eine kommt. Weil Luna hat sie mir nämlich gezeigt. Wow. Luna hat mir gezeigt, wie die eine aussieht. Ich weiß halt wirklich nur nicht, ob das wirklich die letzte ist. Wenn die weiß, wie weit Luna ist. Deswegen mal gucken. Die nächste weiß ich, dass ich das auf jeden Fall auch schon finde. In Klein Charlayan hat man uns gebeten, einige Proben zur Aporia zu bringen. Scheinbar ist dieser Ort der Dreh- und Angelpunkt der Vorbereitung für die Flucht auf den Mond. Juhu! Was auch bedeutet, dass Vater hier irgendwo sein dürfte. Puh, und das waren die letzten. Alice, bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht so viel auf einmal schleppen. Was, wenn du dir etwas getan hättest? Ach, Brüderchen, die paar Kisten. Und so schwer waren sie auch gar nicht. Also, was wollten wir nach dem Tragen machen? Irgendjemand Bescheid sagen, dass alles da ist, oder nicht? Richtig, ein gewisser Theopoldin wartet hier in der Aporia auf uns. Wenn ich mich recht entsinne. Und damit wäre der Auftrag auch abgeschlossen. Das höre ich gern. Kommst du mit? Dieser Ort schwirrt nur so von Leuten, die Schlüsselrollen bei der Planung des großen Exodus haben. Ganz sicher gibt es hier die ein oder anderen brisante Informationen zu hören. Ja, okay. Nee, ich will erstmal die letzten zwei Windäther-Quellen holen, bevor ich die allerletzte kriegen kann. Das ist eigentlich mein größeres Anliegen. Ich erst bald fliegen möchte. Weil das Gebiet hier finde ich echt mega ätzend. Jetzt läufst du da einmal im Kreis rum, ey. Hallo. Musselfried. Ah, toller Name.
Und ich krieg neuen Schmuck. Auch nett. Ja. Lava schneller. Bitte, danke. Diesen Weg Richtung. Da habe ich wieder nach genug so einen kleinen Ball suchen da. Du läufst jetzt nicht ernsthaft weg. Sag mal. Hackt's? Der hat den Schluss nicht mehr gehört, oder? Jetzt rennt er einfach weg von mir. Naja, wenigstens gibt uns gleich die Ätherquelle. Yep. Danke. Die nächste. Mensch, das hat sich ja gepasst. Dann wirklich, ja. Vorletzte. Ist aber ein anderer Klauber diesmal. Yep. Der andere hatte schwarze Haare. Also schwarz-weiß. Die Richtung. Ja, die Richtung. Und tschüss. Warum regnet es eigentlich schon wieder? Da muss ich hin. Herrchen. So, ein Gebet an Kristall, Emote beten. Warte mal, ging das nicht auch? Ging auch so. Rück meine Windätherquelle raus. Bitte. Okay. Doch noch nicht. Ich kann gleich fliegen. Ich freue mich wie ein Keks noch. Hallo, Viera Klauber. Hier, ist da. Okay. Ich habe übrigens vor, heute die 90 zu schaffen. Du musst doch als kleine Info. Und einmal nach Aporia. Ah, da muss ich direkt hin. Ja, praktisch. Wollte ich nicht weit laufen. Hallo. Und ich dachte, der Zutritt für Besuche sei endgültig verboten worden. Worum geht es? Meister Theopoldin, melde gehorsamst der Satz biologischer Proben Nummer 110 wurde aus Kleinschalajan zu Aporia verladen.
Wie angewiesen, findet ihr sie direkt vorm Eingang. Bitte? Oh, die Proben, ja sicher, aber wer... Moment, ihr seid doch die Fauchonneau-Zwillinge. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Verzeiht, aber kennen wir uns? Na und ob? Euch Racker kannte ich schon, da konntet ihr noch nicht einmal laufen. Ich ging mit Fauchonneau und Amelies gemeinsam auf die Akademie, müsst ihr wissen. Wir blicken auf eine lange Freundschaft zurück. Bei Talia, wie groß ihr geworden seid. Aber das sollte mich wirklich nicht wundern, solange wie ich euch nicht mehr gesehen habe. Darf ich nur dich mit den alten Nuliten deines Vaters auf dem Rücken zu sehen, das wärmt mir wahrlich das Herz. Ihr seid ein Freund unserer Eltern? Oh, Theopodien, ihr müsst uns alles darüber erzählen, wie sie früher so waren. Aber bitte, du brauchst mich doch nicht zu dürzen. Elisabeth. Und das würde ich liebend gern tun. Steckte ich nicht bis zum Hals in der Organisation des Exodus. Die neuen Forschungsziele wollen optimiert werden und dazu muss ich noch einiges an Schriftverkehr und Dokumenten an die richtige Person übermitteln. Dabei können wir dir gern zur Hand gehen. Mit den Kisten sind wir ja jetzt fertig. Und dann gönnen wir uns allesamt eine Pause und du erzählst uns ein wenig von früher. Ich habe einen Schreibfehler gefunden. Das müsste du heißen. Ich wollte auch mal klug scheißen. Klingt das gut? Und zu erzählst uns was. Ah, oh, schön. Ich glaube, Irzen ist so. Ist auch nicht richtig, oder? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es so formulierst, wie könnte ich denn Nein sagen? Dann erlaubt mir jedem von euch ein Schriftstück zum Ausliefern zu überlassen. Herzlichen Dank, das wird nicht lange dauern. Seid ihr die Begleiterin der beiden? In dem Fall tut es mir leid, sie nun einfach davongeschickt zu haben. Aber ich hoffe, dass dieses Anliegen schnell erledigt ist. Könnte ich euch ebenfalls ein Schreiben überreichen? Es müsste zu dem Gebäude am südlichen Ende der Aporia gebracht werden. Dort wartet ein Ratsmitglied, an die das Schreiben adressiert ist. Da. Hechen. Oh, ihr gehört doch zum Bund der Morgenröte, nicht wahr? Ich dachte, ihr werdet gänzlich mit der Verbesserung des Ätherantriebs beschäftigt. Nö. Da. Guck mal. Mach mal Luki Luki. Ein Schreiben von Theopaudin? Vielen herzlichen Dank. Darauf habe ich schon gewartet. Wenn ich außerdem noch etwas anmerken dürfte, ganz unter uns, auch wenn ich es öffentlich niemals zugeben könnte, persönlich bete ich für euren Erfolg. Seid euch versichert, dass eure Sache mehr Unterstützer in Schalayan hat, als es den anscheinend macht. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen unsere Pflichten vernachlässigen. Der große Exodus genießt nach wie vor höchste Priorität. Wir tun unser Äußerstes, um den Plan erfolgreich umzusetzen. Nichtsdestotrotz ist Schalayan die Stadt des Wissens und damit fließt eben auch der dazugehörige Wissensdurst in unser aller Adern. Und wenn ihr danach strebt, einen anderen Weg als den bereits bekannten erforschen zu wollen, dann sollte man euer Vorhaben keineswegs behindern. Daher wünsche ich euch allen Erfolg der Welt. Bund der Morgenröte, sowohl bei der Suche nach Lösungen als auch bei eurer Bestrebung mit dem Ätherantrieb. Gebt bloß nicht auf. Nett. Ui. Oh, ich bin da ernsthaft rübergekommen. Ja, okay. Schön. Du liebe Güte, ihr seid vielleicht schnell zu Fuß. Die Zwillinge dürften ebenfalls jeden Moment wieder hier eintreffen. Gerards Hartenjahrschreiben sind ähnlich leicht zu finden wie die eure.
Auch diese Post wurde erfolgreich zugestellt. Wunderbar, ich danke euch, das spart mir viel Arbeit. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass ihr eine derartige Aufgabe in Windeseile erledigt haben würdet. Früher, da seid ihr sogar schon auf allen Vieren durch euer Anwesen gekrabbelt als... Bitte keine Geschichten über uns. Erzählt euch lieber von unseren Eltern, ja? Peinlich. Na schön, dann will ich euch eine Geschichte über den guten alten Fourgeneau erzählen. Frau Begleiterin, dazu muss gesagt werden, dass die Familie Levelieu eine der wenigen ist, deren Linie bis zur Geburtsstunde Charlians zurückverfolgt werden kann. Was konkret bedeutet, dass ihre Ahnen Teil der ursprünglichen Besatzung von Nuncreves Rettung waren. Ihr wisst schon, das Schiff, mit dem Nuncreve von der sechsten Katastrophe einst auf diese Insel floh. So erzählt man das zumindest gern. In Wahrheit geht diese Verbindung über mehrere Dutzend Ecken und ist heutzutage kaum noch nachzuvollziehen. Dennoch kann ich nicht bestreiten, dass unsere Familie auf eben diese Verbindung sehr stolz ist. Sie ist auch die Grundlage für den alten Leitsatz der Levieus. Ganz nach dem leeren Nuncreves kehren wir dem Krieg den Rücken und folgen stattdessen dem Pfad des Wissens und der Weisheit. Ganz recht, und ausgerechnet aus dieser so vorbildlichen Familie kam einer der größten Querulanten unserer Zeit, der gänzlich andere Schlüsse aus Charlayans Doktrin zog. Selbstverständlich meine ich damit euren Großvater, Louis-Louis Levelieu. Seiner Ansicht nach sollten wir uns an Nuncreves Taten orientieren und seine Worte auch dahingehend interpretieren. Schließlich hatte er unzählige Leben vor dem sicheren Ertrinken gerettet, als die sechste Katastrophe über das Land hereinbrach. Ganz gleich, woher sie stammten oder wer sie waren. Betrachtete man die Worte dem Krieg den Rücken kehren aus dieser Perspektive, so handle sie nicht von passiven Nichteinmischung, sondern von beherzter Nächstenliebe. Louis-Louis hätte sich dem Studien der Prophezeiung verschrieben und seine weitschweifigen Kenntnisse über Aufstieg und Fall unzähliger Zivilisationen waren einzigartig. Dieses Wissen wird es wohl auch gewesen sein, das ihn zu seinem Schluss kommen ließ, Katastrophen wie die große Flut, ebenso wie Krieg und Konflikt, sind ein unausweichlicher Teil des Seins. Weder Krieg noch Katastrophe lässt sich vermeiden. Es wäre grob fahrlässig, Hilfe zu verweigern, zu der wir fähig sind, und unzivilisiert umdrein. Das hat Großvater immer gesagt, ja? Da hast du ganz recht. Das pflegt er immer und immer wieder zu betonen. Diese Gesinnung war es, die ihn in die Ferne zog, um dort zu helfen. Und Fourgeneau, er empfand nichts als tiefen Respekt für seinen Vater. Doch wo er auch hinblickte, schüttelte man den Kopf über Louis-Louis tun. Dass eine derart alte Familie mit einem derart noblen Credo nun solcher Barbarei zu frönen pflegte, man war empört. Natürlich setzte Fourgeneau zu. Wieso handelte sein Vater, dennoch er respektierte und schätzte wie kein anderen gegen jegliche Maxime Charlayans? Selbst Vater dachte also so? Lange Zeit, ja. Nun, wie oft gehen Kinder schon genau den Pfad, den ihre Eltern beschritten haben? Da sieht es bei euch und Fourgeneau doch nicht anders aus, nicht wahr? Aber Zank und Missklinge hin und her. Ihr bleibt doch immer seine Kinder. Ja, der ach so stoische Fourgeneau. Ihr hättet ihn am Tag eurer Geburt erleben müssen, sage ich euch. Egal wie groß die Kluft zwischen euch auch scheint. Vergesst nicht, Blut ist immer dicker als Wasser. Wage ich zu bezweifeln. Auch wenn ich selber weiß, wie ausgesprochen stur er sein kann. Wenn er glaubt, im Recht zu sein, dann nimmt er bisweilen ausgesprochen wenig Rücksicht auf Verluste. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass euch das bisweilen sehr frustriert habe. Habe ich recht? Ja. Zu Demi, ne? Und um es gelinde auszudrücken. Das war nun zwar weniger eine Anekdote von früher als ein tiefer Einblick in das Weltbild unseres Vaters. Aber gerade deswegen sind wir dir sehr dankbar. Wenn wir unseren Eltern das nächste Mal begegnen, so werde ich ihnen schöne Grüße von dir bestellen. Oje, oje. Ob ich nun den Sohn des ehrenwerten Ratsmitglieds auf mich gezogen habe? Spaß beiseite. Bitte grüße sie beide recht herzlich, ja? Damit sollte ich mich wohl auch wieder an die Arbeit machen.
Danke nochmal für eure Hilfe mit den Proben und den Dokumenten. Es war mir eine wahre Freude, euch endlich einmal wiedergesehen zu haben. Gebt auf euch Acht, ja? Ja, wir kriegen Armbekleidung. Hey, ihr drei. Hallo, Gra. Raham, was machst du denn hier? Solltest du nicht bei Kukul sein? Theoretisch bin ich das auch, in seinem Auftrag unterwegs zumindest. Er hat mich um eine ganz bestimmte Sache gebeten, die ich aber alleine nicht schaffe. Gerade als er mich nach ein paar Helfenden hin umsehen wollte, habe ich euch drei erspäht. Oh. Eine besondere Aufgabe? Verstehe. Wir würden gerne helfen, aber zumindest Alizée und ich sind gerade noch anderweitig eingespannt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Zeit für den armen Ra? Ja. Wenn es sein muss. Ach, auf dich ist doch wirklich immer Verlass. Ich danke dir. Ja, aber erstmal Armbekleidung, ja? Da was kommt, Armbekleidung. Bis zu einem gewissen Punkt bin ich froh, wenn ich mit dem Ganzen durch bin. Dann kann ich mich in Ruhe umsehen, welche Sachen ich davon behalten möchte, von den ganzen Badenkrams. So, aus dem Stegreif weiß ich nicht mehr, was ich schön fand und was ich nicht mehr schön fand. Nee, schön. Aber kurz darüber switchen. Ah, okay. Da wir hoffentlich bald eine Fuhre Edeladamantit erhalten werden, hat Meister Kukul damit begonnen, gewisse Teile des Ätherantriebs dementsprechend umzubauen. Leider ist die Temperatur in seinem Schmelzofen aber dafür gerade zu niedrig. Deshalb hat er mich gebeten, die Menge an Feuerether zu erhöhen, der in seine Werkstatt fließt. Im Labyrinthos werden Anlagen namens Elementarbrüter eingesetzt, um die Attribute innerhalb dieser unterirdischen Biosphäre zu regeln. Dank eines Bürgerschaftsschreibens von Master Kuku hat man mir nun den Schlüssel zu dem entsprechenden Brüter ausgehändigt. Ich würde dich bitten, mich zu besagten Feuerbrüter gleich südlich von hier zu begleiten. Den Rest erläutere ich dir dann vor Ort. Wir gehen unterdessen schon nach Klein Schalayan zurück. Treffen wir uns dort, sobald wir unsere diversen Schlippereien und Brütereien abgeschlossen haben, ja? Viel Erfolg und bis später. Bye-bye. Arrivederci. Au revoir. Machen wir uns auf den Weg. Jop. Machen wir. Sorry. Ich liebe die Rüstung. Die ist so schön. Ui. Da ist wieder Baumbart. In weiß diesmal allerdings. Dein. Kram mit seinem Stab sehe ich schon von Weitem. Hi. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir zur Hand gehst. Das hier dürfte wohl der Feuerbruder sein. Dann wage ich mich nun ins Innere. Der Äther reguliert sich schließlich nicht voll alleine. Meister Kuku sagt, dass der Brüter Versa-Äther ausstoßen wird, sobald ich das Feuer stärke. Und er warnte dort davor, dass ein ganzer Schwarm Elementare und ähnlicher wasseraffiner Kreaturen anziehen wird. Hier kommst du ins Spiel. Wie du dir sicherlich bereits gedacht hast, denn sie dürfen sich keinesfalls an den Brüter selbst haften. So schmackhaft ihnen der ausgestoßene Äther auch vorkommen mag. Mhm.
Habe ich mir gedacht, gut, dann fangen wir jetzt an. Viel Erfolg und lass dich nicht nass machen. Da. Das sieht auch geil aus. Totaler wahrscheinlich, ne? No, und noch zwei. Sehr schön. Ja, du, jetzt ist das wieder aufgeladen. Hat alles geklappt? Ja. Sehr gut. Ich hatte keine Zweifel. Der Feuerbrüter scheint auch genau das zu tun, was er tun soll. Ja, er lässt ordentlich Dampf ab. Damit dürfte Meister Kukuls Ofen um einiges heißer glühen. Doppelt so heiß, um genau zu sein. Fehlt das ausgleichende Wasser, tost das Feuer umso wilder. Doppelt so halt. Achso, das hatte ich auch gerade schon. Ufi hat sich weggeklickt. Es gibt da noch etwas, über das ich mit dir sprechen wollte. Oh oh. Keine Angst, es ist nichts Dramatisches. Nur ein paar kleine Überlegungen meinerseits. Aber weil du doch in Elpis warst, dachte ich, dass ich dir davon erzählen sollte. Bevor das Alagische Kaiserreich unterging, kam Edeladamantit großflächig bei der Erschließung des Alls zum Einsatz. Das hatte ich in Meister Kukuts Schmiede bereits erwähnt, meine ich. Diese Entwicklung lässt sich auf Dalamut zurückführen, dem ersten großen Vorstoß in den Kosmos. Denn mit der Fertigstellung des Roten Mondes gewann das zu seinem Bau verwendete Edeladamantit an Beliebtheit. Diese Expansion ins All wurde vor allem von einer Person gefördert und vorangetrieben. Von niemand anderem als Amon. Was war denn der Wunsch, den ich weckte? Ich weiß es nicht. Das habe ich mich auch schon gefragt, ja. Aber ehrlich gesagt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass seine Erinnerung an das Leben als Hermes irgendwas damit zu tun hatten. Als du in Amons Vergangenheit geblickt hast, wurdest du Zeuge, wie er direkt vor dem Fall des Alagischen Kaiserreichs von den Aschins kontaktiert wurde, nicht wahr? Deine Bestrebungen, den Kosmos zu erkunden, begannen aber schon weit davor. Von der unzersplitterten Welt oder Hermes selbst konnte er also noch gar nichts gewusst haben. Zumindest nicht bewusst. Doch ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob auch eine Seele eine Art Charakter oder gar ein Temperament besitzt. Als Xander durch Amons Hand neu auferstand, hatte sich das Alagische Kaiserreich auf seinem Ruhm ausgeruht und war der Dekadenz anheimgefallen. Über einige Schrecken wie Leid und Tod wurde höchstens noch gescherzt. Der größte Feind des mächtigen Reichs war die Langeweile, und diese bekämpfte man bisweilen mit radikalen Experimenten an unterjochten Zivilisationen sowie hilflosen Kreaturen. Mit der Wiederauferstehung des alten Herrschers hoffte Amon, die Alaga an ihr einziges Streben zu erinnern, an all den Fortschritt ihrer Zivilisation gewonnen mit
unnachgiebiger Wissbegierde, Windstärkung, Stärke, Windskraft und Stärke. Doch er konnte nicht wissen, welchen Geist er gerufen hatte. Ein Kaiser, der dem Tod höchst selbst entrinnen konnte und dennoch gänzlich von ihm aufgezehrt worden war. Die eigene Erfahrung, dass alles irgendwann vergehen würde. Selbst der größte Monarch aller Zeiten dominierte seinen Verstand und ließ sich nicht wieder vertreiben. Amons Drängen gegen Kosmos sollte dem von Tod besessenen Xander in seinem Imperium eine neue Bühne eröffnen, voller neuer Erfahrungen, Möglichkeiten und Ziele, auf die es zuzustreben galt. So scheint mir, dass sowohl Hermes als auch Amon eine tiefe Abneigung gegen den Weg hegten, den ihre jeweilige Zivilisation eingeschlagen hatte. Aber weder der eine noch der andere konnte sie je gänzlich aufgeben. Wie oft haben sie nach den Sternen gegriffen und dort noch nach der Hoffnung gesucht, das Schicksal doch noch zu wenden. Niemals gaben sie die Suche nach selbst dem kleinsten Fünkchen Glück auf. Natürlich ist dies nur eine Theorie. Genau erfahren werden wir es wohl nie. Und letztlich spielt es auch kaum eine Rolle, schätze ich. Wir stehen vor den Konsequenzen ihrer Taten. Wir müssen unsere eigenen Schlüsse daraus ziehen. Auf dass wir selbst einen Pfad wählen. Und wählen werden wir ihn müssen. Ich für meinen Teil hoffe, dass uns das Edeladamantit nun ebenfalls gegen Sternenmeer zu tragen vermag. Aber genug davon, Meister Koko wartet sicher schon, ungeduldig auf Rückmeldung. Und ich sollte wohl auch kontrollieren, ob mit dem Feueräther soweit alles in Ordnung ist. Sollte man, ja. Ach, jetzt muss ich da wieder zurück. Okay. Auf davon! Versuche ich jetzt übrigens im Kopf quasi mitzuzählen, ne? Ungefähr. Und sie hat die Schauffigur. Ja! Oh, ich finde toll. Vor allem die Flügel finde ich mega cool. Ich liebe mein neues Mount. Ah, da hinten muss ich hin. Dachchen. Ah, hat er dich einfach nur unterwegs aufgegabelt oder hast du dem geschwätzigen Kerl tatsächlich mit dem Feuerbruder geholfen? Besten Dank in jedem Fall. Der Ofen brennt heißer als Bahamuts Rache nach einer Portion Linsencurry. Jetzt fehlt nur noch das Edeladamantit. Na, ich bin ja gespannt. Nee, ich würde nicht mit dir. Bedürftig. Nicht das Schönste, aber das ist Ansichtssache. Das stimmt. Wie gesagt, ich find's halt mega cool. Ich bin da richtig glücklich drüber. Es gibt die letzte Windäther-Quelle. Letzte Windäther-Quelle. Also in dem Gebiet, nicht allgemein. Will ich gerade mal was nachgucken?